So, wir haben jetzt schon unsere 20 cm gestrickt und dementsprechend sind wir jetzt bei unserem ersten Farbwechsel angekommen. Und wir sehen hier in der Anleitung, dass nach den 20 cm jetzt in Blau 5 cm kommen. Das heißt, im Verhältnis auch zu unserem orangenen Farbwechsel ist das ein recht größerer Block. Und dann zeige ich euch jetzt, wie bei diesem etwas größeren Block von 5 cm bzw. 14 Reihen ihr den ersten Farbwechsel macht. So, wir sind jetzt bei unserer gewünschten Länge angekommen, die wir in dieser Farbe rosa stricken wollen. Und jetzt möchten wir beispielsweise auf die Farbe Blau wechseln. Und dazu nehmen wir jetzt hier, ich habe schon mal das rosa abgeschnitten, und dazu nehmen wir jetzt hier diesen zweiten Faden und lasse da auch so ein bisschen 10-20 cm abstehen. Haltet die beiden am besten so ein bisschen in der rechten Hand, nehmt den neuen Faden auf in eure linke Hand und jetzt, ich habe den jetzt hier so ein bisschen an der Rückseite, habe ich den schon mal hinter meine erste Masche gezogen, sodass die hier als neuer Faden dahinter liegt. Und jetzt werde ich diese erste Masche einfach mit dem blauen Faden abstricken. Und dazu halte ich auch in meiner rechten Hand einfach beide Fäden ein bisschen fest, damit sie ein bisschen strammer sind. So, ich steche von links nach rechts ein und stricke die erste Masche blau ab. Und so führe ich fort. Und achtet am besten insbesondere bei den ersten Maschen darauf, dass ihr hier hinten den Faden ein bisschen fester haltet, sodass die Maschen alle schön gleichmäßig sind. Und so könnt ihr jetzt fortfahren. Und wir haben jetzt einmal hier den Farbwechsel gemacht bis zum Ende. Und wir stricken auch die letzten Maschen rechts ab. Und dann, um unseren Knötchenrand vorzufahren, beginnen wir hier wieder, so dass wir den Faden nach hinten bringen und die erste Masche wie zum Rechtsstricken abheben. Das haben wir eben bewusst nicht gemacht beim Farbwechsel, da wir natürlich wollten, dass auch schon die erste Masche blau wäre. Weil sonst wäre sie noch rosa geblieben von der Reihe zuvor, wenn wir sie lediglich abgehoben hätten. So, und dann fahren wir jetzt sofort in den blauen, bis wir hier angekommen sind, nach 5 cm, um dann auf grau zu wechseln. Und letztendlich schafft ihr diesen Farbwechsel dann auch, weil der ist genauso wie eben, von rosa auf blau, schafft ihr jetzt den Farbwechsel auch von blau auf grau. Und dann sehen wir uns bei dem nächsten Farbwechsel hier, zu diesen kleineren Streifen mit 4 Reihen, sehen wir uns dann wieder, weil da zeige ich euch eine besondere Technik, wie ihr das machen könnt, ohne den Faden abzuschneiden.